Jo, meine Freunde, und willkommen zu dem bunten Spiel zum Slime Ranger Simulator. Eigentlich nur Slime Ranger. Ja, mit meinen pinken Slimies sind hier alle. Ja, meine kleine Farm. Oh, ich bin so glücklich hier. Ja, wir haben hier angefangen in der ersten Folge, unseren pinken Slimes hier einzufärchen. Und jetzt wollen wir unsere Farm noch ein bisschen vergrößern. Zum Beispiel ein Früchtefeld machen. Hier kann man nämlich einen Garten erstellen. Nichts schlägt den Geschmack von selbst angebauten Essen aus dem Garten. 250 News heißen die, glaube ich, nochmal. Brauchen wir. Deswegen ein bisschen Money machen. Und wie macht man Money? Ja, man braucht natürlich erstmal Essen für die kleinen Slimes. Und die geben uns dann Brot. Und das verkaufen wir dann. Ja, Verkaufsstrategie. Okay, ich brauche mal kurz hier euer Brot. Das ist nämlich sehr wichtig. Aua. Ich brauche auch noch Essen, warte mal. Oh, hier wächst kein Essen. Vielleicht dort hinten. Also, mit dem Fortschritt kommen wir noch nicht weit. Ich brauche auch noch neue Slimes. Guck mal, hier, diese Katzen-Slimes. Die heißen Meat-Slimes, okay. Die können wir auch mal aufsaugen. Warte, erstmal fürs Thumbnail machen. Nein, 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 nicht runterfallen. Ach, wie beschissen war das denn? Okay, warte. Nochmal. Ich will aber hier irgendwo. Haltet mal kurz still. Ja, nicht zu weit fliegen. Ja, genau da. Ah, warte. So, jetzt. Ja, perfekt. Gut. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. So, so ein... Steinhuhn. Hat eine felsenfeste Überzeugung, was Hühner angeht. Ja. Diese Hühner sind wahrscheinlich noch am besten. Ja, Hühner züchten werden wir nämlich auch noch irgendwann mal. Aber dauert alles noch. Oh, die Mucke auch. Die ist geil. Die gefällt mir. Okay. So, dann nehmen wir auch noch ein paar Hühner hier mit. Ach, nee. Nee, doch nicht. Nee, lass mal. Ich will eigentlich die Früchte hier mitnehmen, aber es sind hier keine. Wo geht es hier eigentlich lang? Hier ist, was ist das hier? Ach, das sind solche Logbucheinträge. Dieser gesamte Höhlensystem war durch einen Einbruch von allem abgeschnitten, als ich es das erste Mal entdeckt habe. Vielleicht sind die Kerlchen dort vorne deswegen so sauer. Die hatten Ewigkeiten nichts zu beißen. Jedenfalls achte darauf, dass der langsehende Bissen nicht von deinem Körper stammt. Bringe ein wenig Futter mit, um sie zu beruhigen. Ha. Wer ist nur Ha? Was sind das für Slimes hier? Okay, wütende Slimes. Wilde Slimes. Es ist schwer, auf leeren Magen nett zu sein. Okay, die haben wahrscheinlich sehr, sehr lange nichts mehr gefuttert, deswegen sind sie übel sauer. Was ist hier? Slime-Schlüssel zum Öffnen notwendig. Aha, okay, hier kommt man anscheinend weiter. Zu diesen anderen Hub-Areas. Okay, verstehe. Ja. Erstmal muss ich hier durch. Aua. Ihr sollt nicht mich essen. Ich schmecke nämlich nach Scheiße. Das stimmt wirklich. Also, mich bitte nicht abbeißen. Denn das schmeckt vielleicht nicht. Gut, ist hier mal was gewachsen. Ja, hier sind ein paar Karotten gewachsen. Ein paar Karottchen. Noch mehr Karotten. Ja, gib mal alles her. 16 Karotten. Ja, das reicht doch schon mal. So, die Meat Slimes, die lasse ich nämlich noch drin, weil wir haben noch kein anderes Gehege. Euch werde ich erstmal alles schön füttern. Oh mein Gott. Ja, nicht wegfliegen. Nein, komm her. Du bleibst da drinnen. Nein, die fliegen viel zu weit hoch. Vielleicht hätte ich da nicht so viele rein tun sollen. Alter, die springen ja alle.
Hört auf! Hört auf! Ja, tut mir leid, dass du so mad guckst. Meine Güte, beruhigt euch, alles super. Okay, ist aber nicht viel. Naja, wir können nur das nehmen, was hier alles dabei ist. Gott, dann nochmal rein hier. Jawohl, das reicht. Gut, dann bauen wir unseren ersten Garten. Warte, wir brauchen glaube ich noch eine Frucht, um den Garten auch erstmal bereitzustellen. Ich glaube, ich nehme erstmal die Pogo-Frucht hier. Weil die Pogo-Früchte, die sind für jeden Slime eigentlich ziemlich gut. Oder für die Anfangs-Slimes, eher gesagt. Deswegen nimmt man die mal gerne mit. Gut, Garten. Du hast einen Garten angelegt. Schieße eine Frucht oder ein Gemüse in den Depositator, um mehr von dieser Sorte anzubauen. Okay. So, nur eins. Okay, und jetzt wächst hier einfach so ein Baum, okay. Und jetzt muss ich wahrscheinlich warten. Gut, den Rest gebe ich euch noch hier. Bitteschön. Und dann schlafen wir einen Tag später. Boah. Ein Tag später und da sind meine Pogo-Früchte gewachsen. Manche sogar runtergefallen. Super. Hat sich gelohnt. Wir sind schon bei Tag 3. Und so sieht schon unser Farm aus. Ja, ihr könnt mich gerne Landwirt nennen. Gott, jetzt werden die erstmal alle gefüttert. Frisst meine kleinen Slimies. Ah, die einen springen schon wieder. Nicht zu viel springen. Der eine. Ah, wenn noch die Pogo-Frucht. Hier fliegt doch das ganze Zeug hier rum. Muss mal hier eingesaugt werden. Oh, jawohl, da ist schon mal richtig viel da rausgekommen. Aber nicht du. Du sollst nicht rauskommen. Okay, aber ich würde erstmal so ein Fangnetz bauen. Weil die fliegen ja bis nach Italien, Alter. Ich auch die ganze Scheiße auf dem Boden. Das geht mal wieder gar nicht. Oh ja, das ist sehr, sehr viel. Gott, Kramer. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Ein Fangnetz, bitte. Und jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Okay, was ist das hier eigentlich? Power West. Hilf mir hierbei aus und ich stelle dir sicher, dass du bekommst, was dir geschuldet ist. Okay. Ach, das ist so... so eine... Also wir geben ihr das und dann gibt sie uns dafür das. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist so eine andere Plot-Art wahrscheinlich. Okay, 8 von den Feldslimes und 11 von den Karotten. Mal gucken, ob wir das alles dann finden. Ich werde natürlich mein Versprechen halten und dir alles geben, was ich finde. Und werde dich glücklich machen. Alte Omi. Okay, haben wir hier irgendwo Karotten? Nee, wir haben hier nur Pogo-Früchte. Ey, wirklich, die Mucke ist so geil. Okay, als nächstes würde ich dann halt noch ein Gehege für die Meat-Slimes machen. So, hier sind noch ein paar Karotten. Oh ja, brauche noch Feld-Slimes. Stimmt, 8 davon. Hier sind keine mehr. Die haben sie alle schon verwandelt. Das ist halt blöd. Könnt ihr bitte aufhören, euch immer zu verwandeln? Ich brauche euch. Oh ja, Meat Slimes. Da ist noch ein Feld Slime. Kommt mit. Oh, Springerstiefel habe ich jetzt irgendwie freigeschaltet. Achso, ist verfügbar. Diese hochentwickelten und ehrlich total modischen Stiefel reduzieren irgendwas. Ui, da war ein bisschen Geld in der Kiste und ein Huhn.
Wer sperrt bitte den Huhn ein? Also, das ist ja verrückt. Ist ja genauso verrückt, wenn man seine eigenen Slimes einfach einsperrt. Und ein Gehege züchtet. Ist ja ein Weltwunder. Wer das macht, ist ja echt verrückt. Ironie. Okay, da wächst auch noch was. Ich brauche Karotten. Boah, leider habe ich nur 8 davon. Aber können wir ja hier schon mal reinpacken. Wir brauchen halt echt 8 Filzslimes. Ah, ihr habt ja auch noch ein bisschen Platz. Dann her damit. Guck mal hier, 23 von diesen Plots, die da auf dem anderen Screen stehen, geben die. Und der goldene gibt einfach 356. Ey, da ist das viel. Schema, das vorhin in Echtgeld. Ja, da bist du schon ziemlich reich. Okay, 315. Dann will ich jetzt erstmal ein Gehege für die Meat Slimes machen. Stellen wir das einfach direkt hier hin. Mit welchen Slimes mischen wir dann die Meat Slimes? Ich glaube, wir können die einfach mal mit den Feld Slimes mischen. Weil es gibt ja keine andere Art hier noch. Also ich habe jetzt nur die Meat Slimes, die Feld Slimes und die normalen Slimes gefunden. Alter, was ist mit euch los? Habt ihr einen Anfall? Okay, was wollen denn die Meat Slimes? Steinhühner? Och, ist das euer Ernst? Okay, ja, dann ist am besten, wenn wir sie halt mit den Feldslimes. Obwohl, die wollen Herzrüben. Ah, ja, okay, dann suchen wir mal nach Herzrüben. Aber keine Ahnung, wo Herzrüben sein sollen. Also, nirgendwo das mal gefunden. Gut, schlafen wir nochmal einen Tag, damit die Pogo-Früchte wachsen. Und neue Karotten wachsen. Gut, hier euer ganzes Essen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich hab leider nur 5. Jo! Ey, chill! Alter! Nicht zu weit springen. Ich muss halt aufpassen, die dürfen sich nicht zu dritt vermischen. Also ein Dreier dürfen sie nicht machen. Also das Fangnetz da hilft auch nicht viel. Shit! Ey, ganz ruhig. Oh nein, die entkommen alle. Ich glaube, die wollen halt wirklich keine Früchte. Gott. Ich brauche Gemüse. Ich brauche halt wirklich diese Herzrüben. Alter, was ist denn mit dir? Bleib in dein Gehege. Ich glaube, ich muss da mal welche rausfärchen. Komm, wir färchen mal hier 2 raus. Zack. Und zack. So, und dann ist das ein bisschen geordneter wieder. Ja, die Sachen können wir schon mal verkaufen. Guck mal, da mischen wir schon mal. Jo, wieso springen die immer so heftig? Okay, ich mische erstmal ein. Und dann bauen wir erstmal das große Gehege. Also, es ist ja unfassbar, wie die springen. Ach, der eine ist schon ausgebrochen. So. Nein. Mach keine Scheiße. Mach keine Scheiße. Komm her. Gut. Hohe Wände. So. Jetzt entspannt ihr euch erstmal. Ich suche doch nach dem Zeug, okay? Die Herzrüben müssten doch irgendwo mal sein. Ich brauche noch 4 Karotten. Da liegen welche. Die reichen komplett aus. Ja. Gut. 4 Karotten. Und dann fehlt mir noch...
paar Feldslimes. Wie viel hatte ich? Ich hatte jetzt 2. Brauche ich, warte mal. Dann brauche ich jetzt noch 6 davon. Gib mir Feldslimes, bitte, bitte, bitte. Gut, hier spawnen keine Feldslimes. Schockwelle! Geil. Was wir hier alles bekommen. Ich glaube, wir bekommen immer krassere Sachen, desto länger wir überleben, sozusagen. Blöd, dass halt nur so 4 oder 5 von diesen Feldslimes hier spawnen. Ist das halt gerade ziemlich belastend. Was ist hier drinne? Was ist das denn hier? Ornamente. Dekoration zum Sammeln für deine Ranch. Ja, nee, die sind hässlich. Ist das so? Gut, hier mal deine Karotten. Fuck, ich habe nur noch 2 Minuten. Willst du mich verarschen? Ich brauche noch 3 von den Dingern. Ja, geil, wie soll ich das jetzt anstellen? Okay, Leute, ich skippe einfach mal, bis ich die Feldslimes alle hab. Ja, Leute, ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 Minuten. Ja, okay, das ist eigentlich nicht lange, aber trotzdem so lange gewartet und es kam wirklich nur 1 Slime raus. Jetzt ist bestimmt die Mission schon vorbei, oder? Ja, geil. Was haben wir jetzt nächstes in Auftrag? Weg der Humpress. Ist ja noch beschissener. Guck mal, die sind alle schon mad, weil ich denen nicht zu essen gebe. Wollen die zumindest. Ja, das wollen die. Oh, die gucken so sweet. Ich schlafe jetzt nochmal eine Runde, dann gebe ich denen erstmal ein bisschen Futter. Und dann will ich die Folge auch noch beenden. Weil dann würden wir in der nächsten Folge jetzt mal die Herzrüben suchen. Vielleicht sind die irgendwo versteckt. Ich brauche jetzt eh noch das Geld für, ja, ich muss ja noch einen Garten bauen für die Herzrüben. Deswegen brauche ich dafür das Geld noch. Nicht zu weit springen, Leute. Gut. Ihr habt schon echt eine Menge hier wieder rausgekotet. Zack, 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 zack. So. Perfekt. Okay, dann haben wir das alle schon mal. Fangnetz würde ich ja eigentlich auch bauen, aber das kostet mir jetzt zu viel. Okay, Leute. Dann will ich aber erstmal diese Folge beenden. Wenn ihr noch mehr von Slime Ranger haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und auf jeden Fall würde ich sagen, beende ich jetzt hier mal. Und die schönen Slimes, genießt euren Aufenthalt hier. Ihr werdet dann noch schön großartig gefüttert. Und wir machen dann weiter, indem wir noch die Herzrüben suchen für unser Meat Slimes. Ja, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.